Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video Seven Deadly Sins Grand Cross. Gestern haben wir die neuen Ragnarok-Charaktere, zumindest zwei davon, released bekommen und einen neuen Lost Vale Meliodas. Und ja, auf die Charaktere wollen wir heute einfach mal eingehen, schauen uns an, was für Fähigkeiten die Charaktere haben. Und wir sind auf dem Weg zu 1400 Abonnenten. Falls ihr mich supporten wollt und meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würdet ihr mich riesig supporten, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Und wir schauen uns die Charaktere an, denn die Charaktere sind sehr, sehr stark. Gerade Sigurd hier, dem haben sie eine unglaublich geile Passive gegeben, wie ich finde. Und zwar gehen wir erstmal seine Fähigkeiten durch, dann seine Passive und dann seine Ult. Und zwar haben wir hier einen AOE-Debuff-Angriff und zwar mit 120, 180 und 300%. Ex macht Extort-Damage. Extort bedeutet in dem Fall, dass er von den Gegnern 15% Angriffswerte runternimmt und 15% Verteidigung und sich diese hier als Angriff und Verteidigung selber wieder hinzufügt. Das Ganze hat einen nicen Effekt, wenn man das mit seiner Passive kombiniert. Das heißt, man hat sowieso schon einen nicen Effekt, weil man hier bis zu 25% Angriff und Verteidigung vom Gegner runternehmen kann. Dann haben wir hier einmal eine Fähigkeit Amplify Damage. Die kennen wir schon vom roten Escanor. Die kennen wir von Assault Mode Meliodas, von Rem. Also die Fähigkeit ist keine neue. Diese Fähigkeit hier kennen wir schon. Die ist natürlich auch sehr stark, wenn er Buffs dann drauf hat. Dann haben wir seine Passive. Und zwar, wenn eure Runde startet sozusagen und ihr habt einen Stat-Decrease-Effekt, also sozusagen ihr habt diesen Skill hier benutzt, dann bekommt ihr pro Stat-Decrease hier von euren Verbündeten die angriffsbezogenen Werte um 10% erhöht. Das heißt, wenn ihr diese Attacke draufhaut, es ist ein AOE, haut ihr die gleich auf alle drei Gegner drauf und dann habt ihr hier direkt das Maximum. Das heißt, ihr bekommt eure angriffsbasierten Werte hier um 30% erhöht, was natürlich mega krank ist. Und was bei ihm sehr interessant ist, und zwar ist er zwar ein Mensch, also gehört der menschlich Rasse an, aber nichtsdestotrotz tun hier die Demon Race Effekte trotzdem zählen, das heißt, er zählt auch als Dämon. Das heißt, ihr könnt ihn mit Assault Mode Meliodas zum Beispiel zusammenspielen, seine Passive wird trotzdem funktionieren. Das Ganze funktioniert überall, nur in Todesmatches nicht, aber für Todesmatches ist er auch meiner Meinung nach nicht gemacht. Das heißt, ja, ihr habt hier einen Charakter, der sehr, sehr, sehr stark ist, meiner Meinung nach. Und dann haben wir hier noch seine Ulti, fängt an bei 560%, geht bis zu 1260%, die macht Flut Damage, das heißt, das ist das gleiche wie The Ones Angriffskarte, 0,8% mehr Schaden pro Prozent HP, den ihr habt. Das heißt, mit vollen HP, wenn ihr seine Ult macht, sind das nochmal 1260 plus 80% des Schadens obendrauf. Mega, mega krasser Skill. Das heißt, seine Ulti ist auf jeden Fall ein garantierter One-Shot, würde ich sagen. Plus seine Amplify-Karte, wenn er genügend Buffs drauf hat, kann auch easygoing One-Shotten. Plus, dass ihr hier einen mega, mega krassen Buff-Charakter habt. Das heißt, ihr könnt euch hier die angriffsbezogenen Werte um 30% boosten. Plus den Angriff, den ihr euch hier über die AOE-Fähigkeit holt. Ja, ich denke mal, das ist ein Meta-Changer. Das heißt, ja, dieser Charakter ist eigentlich ein Must-Have, denke ich. Denn ich denke mal, in PvP wird dieser Charakter ziemlich, ziemlich nervig und ziemlich, ziemlich stark. Das heißt, wenn man ihn selber besitzt, gut für einen. Wenn man gegen ihn spielen muss, wahrscheinlich eher nicht so gut. Dann haben wir den zweiten Charakter, und zwar ist das Tona. Ist ein weiblicher Charakter. Ist meiner Meinung nach nicht für PvP ausgelegt, sondern für PvE und eigentlich auch nur für Todesmatches, und zwar gerade für den neuen Belmos, denn wir haben hier einmal einen Blutungsschaden, das heißt, diesen Angriff können wir immer verwenden, auch wenn wir unsere Angriffe deaktiviert haben. Das ist wie Jerichos Angriff, den kann man ja dann trotzdem auch benutzen. Das heißt, hiermit könnt ihr trotzdem schon mal in den ersten Runden ein bisschen Schaden machen. Dann haben wir hier einmal Charge Damage, ignoriert Verteidigung, das Ganze kennen wir schon von Zaratras. Das heißt, hiermit macht ihr mega viel Schaden an dem an Belmos. Und das Interessante an ihr ist halt ihre Passive, die sie so interessant, finde ich, für die Todesmatches macht. Und zwar, wenn ihr einen Debuff entfernt im Todesmatch, wird der Angriff um 40% erhöht und die angriffsbezogenen Werte dazu nochmal um 20%. Das Ganze für drei Runden, das heißt, man spart sich eigentlich easygoing Helbram. Das heißt, man braucht Helbram nicht mehr im Team. Das heißt, man spielt am besten zum Beispiel Jericho, Liz und Green Gother und der andere spielt dann zum Beispiel Zaratras, Green Gopher und halt Thanos. Das Ganze wird wahrscheinlich sehr, sehr gut funktionieren. Denke mal, ja, okay, man muss
einen Tod sterben, denn man braucht ja sozusagen einen Charakter, der hier einen Debuff entfernt. Das heißt, einen Charakter müssten wir in dem Fall rausnehmen. Eventuell sogar Zarathras. Das heißt, Zarathras durch Thanos ersetzen wird wahrscheinlich ein guter Move sein. Sich dafür dann als dritten Charakter zum Beispiel einen Charakter reinpacken, der reinigen kann. Irgendein grüner Charakter. Und dann kann man hier diese Passive wahrscheinlich, denke ich mal, sehr, sehr gut bei Velmos nutzen. Dann haben wir ihre Ulti, die macht Schwachpunktschaden. Das heißt, ja, wir können hiermit jederzeit einen Debuff draufhauen auf den Gegner, können hier mit Schwachpunktschaden wahrscheinlich sehr, sehr, sehr hohen Schaden raushauen, können wahrscheinlich die letzte Phase damit auch easy going one-shotten. Gerade wenn wir sie hier auf 6-6 haben, 578 mal 3, das heißt, da sind wir ja bei über 1700% Schaden. Denke mal, das ist auf jeden Fall ein Charakter, der hier für Belmos gemacht ist. Wie gesagt, ich habe die Charaktere noch nicht gespielt, das ist einfach nur meine Meinung, wie ich denke, dass man diesen Charakter hier benutzen kann. Denke mal, sie soll der Ersatz für Zarathras sein oder halt eben für Jericho, je nachdem, was man als Charaktere zur Auswahl hat. Ich denke, man kann beide durch sie ersetzen. Dadurch, dass man hier den Weakpoint Damage macht, kann man wahrscheinlich auch statt Jerichos Ult mit ihr hier die erste Phase one-shotten. Und zu guter Letzt haben wir einen neuen Lost Vein Meliodas. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass sie hier nochmal einen Lost Vein Meliodas bringen. Ich dachte, die Festival Units wären so ein bisschen einzigartig. Nichtsdestotrotz bringen sie hier jetzt auf jeden Fall noch eine zweite Version. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sie mit der Zeit irgendwann jede Festival Unit nochmal in einer anderen Variante rausbringen werden. Wir haben hier eine Single-Angriffskarte bei ihm. Die kennen wir schon zum Beispiel von der grünen Merlin, von Tamiel. Das heißt, das ist einfach eine Ult-Reduce. 120, 300 und 450% Schaden. Und zum Schluss sind es 3 Ult-Kugeln, die man wegzieht. Dann haben wir hier einmal einen Angriff-Single-Target, womit wir die Attack-Related Stats reduzieren können bis zu 40%. Ist, denke ich mal, für PvP auch ganz interessant, denn wenn man die angriffsbasierten Werte um 40% reduziert, macht auch einen The One nicht mehr arg viel Schaden. Gegen Purgatory-Bahn bringt das natürlich absolut nichts, da er nicht auf Angriff basiert. Dann haben wir seine Passive, die haben sie auch wieder relativ interessant gemacht. Und zwar am Anfang des Battles, wenn sozusagen die Runde startet für euch, ihr seid dran, bekommt ihr die Anzahl an ultimativer Move-Kugeln vom Charakter mit den meisten ultimativen Move-Kugeln auf dem Feld einfach oben drauf. Das heißt, wenn ihr als zweites anfangt, euer Gegner rusht irgendeine Ult, könnt ihr hier gleich bis zu 3 Ult-Kugeln auf euren Lost-Wellen hinzubekommen. Ihr habt sozusagen eigentlich... Kann man mit ihm so spielen, dass man garantiert in der zweiten Runde seine Ult hat. Darf natürlich dann in kein Ult-Reduce laufen, was natürlich schwer ist, denn die meisten Leute spielen Green Gother. Und die Ulti, ja, die Ulti bleibt die gleiche. Das heißt, wenn wir die hier 6-6 haben, haben wir eigentlich einen garantierten One-Shot. Das Ganze geht hier bis 450 und 60% Secret-Technik-Schaden. Das heißt, pro Karte auf der Hand, die ihr von ihm habt, macht das nochmal 60% mehr Schaden. Das Ganze kennen wir ja schon vom normalen Lost Vein Meliodas. Ich denke, es ist ein ganz interessanter Charakter. Wir haben hier auch wieder eine Crit-Chance von 70%. Während Sigurd hier 60% hatte. Das heißt, wir machen hier auch sehr hohen Crit-Schaden mit ihm. Denke mal, das ist auf jeden Fall auch ein One-Shot-Bringer. Vor allem ist er in der Farbe blau. Das heißt, wir sind nicht mehr im Elementnachteil gegen einen The One. Und wir sind gegen Sigurd, gegen den neuen Purgatory-Bahn im Elementvorteil. Denke mal, er ist auf jeden Fall auch ein Charakter, den man dann häufiger in PvP antreffen wird. Vor allem kann man ihn natürlich auch mit Assault Mode Meliodas spielen und Sigurd in einem Team. Denke mal, das wäre ganz interessant. Wir können dann gut die Ult reduzieren. Wir haben Charaktere, die sehr viel Schaden raushauen und davon gleich 3 Stück dann auf dem Feld. Ich denke mal, das wird ein sehr interessantes Team. Auf jeden Fall sind alle 3 Charaktere, wie ich finde, sehr, sehr stark in ihrer eigenen Art und Weise. Ich denke mal, der neue Lost Vein Meliodas und Sigurd sind für PvP. Tona ist überhaupt nicht für PvP geeignet. Ich denke mal, sie soll einfach ein bisschen frische Luft reinbringen ins neue Todesmatch Belmos. Ich denke mal, viele werden dann Tona spielen, wenn sie sie haben. Und ja, das war's dann auch schon mit den neuen Charakteren. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich wollte euch die Charaktere einfach nur mal vorstellen, denn ich denke, die Charaktere werden bei uns. Wir haben jetzt Dienstag Purgatory-Bahn bekommen. Das heißt, er geht in 4 Wochen weg und genau wenn er weggeht, denke ich, werden wir das Ragnarok-Update bekommen. Das passt nämlich genau zu dem, wo Ragnarok vorgestellt worden ist, haben sie gesagt, auf der globalen Version wird er gegen Ende Juli kommen. Das passt halt perfekt mit dem Ende von Purgatory Bahn überein. Das heißt, wir können uns wieder darauf einstellen, dass direkt, wir hatten jetzt glaube ich 3 oder 4 Festivals hintereinander, ich glaube 3, immer wieder neue Meta-Charaktere und jetzt nach Purgatory Bahn bekommen wir einfach schon wieder neue Meta-Charaktere. Ja, es bleibt nicht viel Zeit zum Sparen. Ich hoffe mal, sie slowen jetzt mal so langsam wenigstens ein bisschen runter, denn
dann können wir auch endlich mal wieder für irgendwelche Charaktere richtig sparen. Selbst ich, der immer das Wochen- und Monatsbundle am Start habe, wie ihr gesehen habt, habe nicht mal 900 Diamanten zusammenbekommen, um Purgatory Bahn zu ziehen. Und ja, da sollte es mit dem Video von mir gewesen sein. Ich finde, sie rushen leider ein bisschen zu schnell, aber ich hoffe, sie slowen jetzt mal langsam ein bisschen down. Dann sollte es mit dem Video von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.